Heute habe ich wirklich ein richtig cooles Thema. Ich habe von meinem Neffen Leon eine Actioncam geliehen bekommen, mit der man Aufnahmen während des Reitens realisieren kann. Es handelt sich hierbei um eine GoPro Hero 4 Actioncam, wohl ein sehr angesagtes Modell. Leider kenne ich mich da mit nicht ganz so richtig aus. Relativ kompakt, klein und sehr leistungsstark. Sie ist ausgestattet mit einem sehr großen Weitwinkel. So kann man dann die Aufnahmen wirklich in einer ganz großen Perspektive sehen. Das heißt also, wenn ihr dann reitet, sieht man dann auch wirklich komplett das ganze Umfeld und dies gibt sehr spektakuläre Aufnahmen. Weiterhin dazu gehört natürlich dann auch die Halterung für die Cam. Diese habe ich jetzt hier einfach mit normalen Kabelbindern auf den Reithelm montiert. Sie wird einfach in das Gehäuse eingespannt. Dieses ist übrigens dann auch wasserdicht. Das heißt also, selbst wenn ihr jetzt in Regen kommen würdet oder der Bauer würde gerade die Wiese sprengen, kein Problem. Wird also hier drin eingespannt und ist komplett in alle Richtungen verstellbar. Sieht zwar ein bisschen merkwürdig aus, wie Morg vom Org, aber ich denke, für die Aufnahmen ist es das dann doch schon mal wert, auch mal bescheuert auszusehen. Hoffentlich sehe ich niemand. Dann hoffentlich sehe ich niemand. Fix. Jo, wir machen wirklich eine kleine Runde, weil es so lange ist, okay? Komm. Gut, Antje. Thank you.
Ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen und würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr hier unten einen Kommentar hinterlassen würdet, Anregungen oder was euch noch interessieren würde. Ihr könnt auch meinen Kanal hier oben oder auch hier unten abonnieren, so werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten, wenn es was Neues von mir gibt. Ich wünsche euch eine schöne Pferdezeit. Bis dahin, ciao.